Herr Leichtfried, jetzt ist es offiziell. Österreich klagt vor dem Europäischen Gerichtshof gegen Deutschland. Warum jetzt? Der Zeitpunkt ist relativ einfach zu definieren. Es ist gestern die Frist abgelaufen, unsere Stillhaltefrist, die wir europarechtlich einzuhalten haben. Das heißt, heute ist der erste mögliche Tag zu klagen. Zweitens geht es darum, dass wir es so schnell zu einem Ende bringen, dass sie nicht operativ wird. Ich hätte gern die Entscheidung des Gerichtshofs, bevor die ersten Österreicherinnen und Österreicher ungerechtfertigt zahlen müssen. Und das ist der zweite Grund. Jetzt ist es ja so, Sie haben Ihren Kollegen in Deutschland, Herrn Dobrindt, angerufen. Wie genau hat er denn reagiert auf Ihren Anruf, dass Sie jetzt die Klage in Luxemburg einreichen? Ja, es war ein gutes Gespräch. Er hat es zur Kenntnis genommen. Und jetzt wird eben die Angelegenheit vor Gericht entschieden. Das ist nichts Außergewöhnliches. Jetzt sehen wir auch in den Unterlagen, dass es eine Ungerechtigkeit ist, was die Bus- und Lieferunternehmen anbelangt. Inwiefern hat das denn was mit der Pkw-Maut dann zu tun? Ja, da geht es auch um finanzielle Ungerechtigkeit. Hier werden auch deutsche Unternehmer bevorzugt gegenüber österreichischen Unternehmen. Und auch das ist europarechtswidrig. Wie schnell erhoffen Sie sich denn da jetzt Ergebnisse, wenn Sie die Klage heute an diesem Donnerstag einreichen? Wann ist da mit zu rechnen und kann man im Prinzip die Maut in Deutschland damit noch stoppen? Ja, wenn es gut läuft, kommt die Entscheidung vor 2019. Und mit 2019 oder Mitte 2019 wollen die Deutschen die Maut ja operativ machen. Das heißt, das wäre genau der richtige Zeitpunkt, um zu klären, ob das überhaupt so geht oder nicht geht. Deshalb auch das Einbringen der Klage jetzt. Meine letzte Frage, diese Initiative geht ja von Ihnen aus. Das Bundeskanzleramt reicht allerdings die Klage ein. Wie ist denn der Rückenwind in der Regierung zu dieser Klage? Ich habe die Regierung ständig informiert von den Schritten, die zu tun sind. Ich habe auch darüber informiert, dass, wenn die Frist abläuft, geklagt wird. Hat keine gegenteilige Meinung dazu gegeben. Und wie ist die Resonanz so aus Europa? Im Prinzip, Ihnen geht es ja auch um das Europarecht, das EU-Recht, was hier unvereinbar scheint. Wie ist die Resonanz da von den anderen Nachbarstaaten? Ja, sehr gut an sich. Es sieht jeder unsere Argumente ein. Das Europäische Parlament hat uns mit, glaube ich, zwei Beschlüssen unterstützt. Also das Backing in Europa ist zweifelsohne da.